ähnlich. Hallo? Es ist schon hellichter Tag. 11:30. Heute melde ich mich mal sehr spät. Es ist heute Samstag, der 13., der 12. Dezember. Das ist der Samstag, bevor die Ministerpräsidenten sich treffen und entscheiden, wie es morgen weitergeht. Und bei uns im Laden war gestern und heute, also bis jetzt, jetzt ist ja noch mittags, ist ja noch auf, die Hölle los. Und auch die ganzen Supermärkte, alle rasten aus. Unglaublich. Bernd war heute Morgen schon um 7 Uhr in der Metro, um da noch was einzukaufen. Wir haben gesagt, wir gehen, oder Bernd hat gesagt, er geht ganz früh in die Metro und ist am wenigsten los. Also um 7 Uhr macht er auf. Wir haben versucht, fürs restliche Jahr jetzt einzukaufen, außer halt so ein paar frische Sachen, dass wir nicht mehr gehen müssen. Und der Plan hat auch geklappt, der ist halt da hingekommen. Und dann war es noch relativ leer, sagte er. Und dann ist er so eine Stunde ungefähr da drin rumgelaufen. Oder, weiß ich nicht, 50 Minuten. Und dann sagt er, war die Kassen waren bis hinten, die Schlangen. Also das war schon, wir waren vor dem ersten Lockdown, waren wir auch in der Metro. Und da standen die auch schon ziemlich weit, sagt er. Und jetzt ist es noch schlimmer. Und auch bei uns im Laden, die kaufen noch schlimmer als vor dem ersten Mal im Frühjahr, wo alles zugemacht hat. Panikkäufe von den Menschen. Ja, und ich habe dann in der Zeit, wo er einkaufen war, habe ich hier Frühstück und alles gemacht für ihn und Shake. Und bin dann auch um 9 Uhr zum Laden gegangen, als wir aufgemacht haben. Habe ihm dann alles Essen gebracht und bin auch da geblieben ein bisschen, bis ja noch jemand gekommen ist, um zu helfen. Weil alleine ist es echt schwierig, das da alles zu bewältigen. Es dürfen ja immer maximal 2 Personen rein in den Laden und ja, die stehen dann teilweise echt davor und kaufen uns alles leer, was ja auch schön ist. Allerdings hatten wir noch Ware bestellt, wo wir gemerkt haben, dass es bald wieder zu sein wird und die Ware kommt erst am Montag. Jetzt wissen wir nicht, ob wir Montag noch aufhaben oder nicht. Egal. Es kommt alles, wie es kommen muss. Calvino ist auch zu Hause. Der macht sich gerade oben fertig. Und Smurfy schläft. Der genießt die Wärme vom Kamin. Und wir gehen jetzt gleich eine große Runde. Wir wollten ein paar Sachen mitnehmen, die wir dem Smurfy schmeißen können, dass er richtig sich austoben kann. Und dann starten wir ins Wochenende. Es steht an. Was steht an? Bolognese wollte Bernd kochen, die wir auch einkochen fürs Wochenbett. Und morgen ist hauptsächlich ausruhen, ja, und abwarten, was beschlossen wird, was dabei rauskommt. Ja, morgen ist der 3. Advent. Ja, lassen wir uns einfach überraschen. Die Kohlebriketts, ja, ja, die glimmen so, ne? Ich mach mal eine so Brötchen rein, Kohlebriketts rein, ja? Ja, mach mal. Dein Minztee ist ja auch noch auf dem Tisch, ne? Wir haben jetzt hier das Sofa ausgezogen, denn Bernd kommt gleich von der Arbeit. Wir bestellen Essen. Das wird nachher geliefert. Support your local dealer machen wir. Du hast eine Pita, ne? Eine vegetarische. Bernd weiß ich noch nicht, was er sich ausgesucht hat. Ich habe Weinblätter mit Pommes. Das zeige ich euch nachher. Das ist voll lecker. Normal nehme ich auch Pita, aber heute habe ich ja keine Lust drauf. Und Calvino macht gerade hier den Kamin an. Das ist deine neue Lieblingsaufgabe, ne? Das heißt Lieblingsaufgabe, ich weiß nicht. Ja. Wow. Ah, wow. Cool. Super. Und wir haben hier echt 25 Grad oder so, ne? Ja, ich kann ja mal gucken. Guck mal. Aber es ist jetzt ein bisschen gesunken. Wir haben 25 Grad. Genau. Ja. Smurfy! Er hat gerade gefressen, der Smurfy. Ja, jetzt mache ich noch den Adventskranz an, der immer noch auf dem Tisch steht.
Smurfy hat ihn immer noch nicht geschrommelt. Ja. Ja. Und in 2 Minuten hat Bernd Feierabend. Voll die Haare auf dem Pullover. Ja. Und in 34 Tagen kommt Livia. Yay. Wahrscheinlich. Die kleine Maus. Die schläft halt auch ganz viel. Ich liege auch viel jetzt. Den ganzen Nachmittag haben wir jetzt gelegen. Nee, gar nicht. Wir haben auch Schule gemacht, ne? Und wir waren da nochmal mit Etty eine große Runde. Wir waren mit Etty eine große Runde. Calvino war Fußball spielen. Dann haben wir für die Schule, also Calvino hat was für die Schule gemacht. Ich habe kontrolliert. Ja. Wir waren nicht ganz faul. Nur, ja, ich war weniger faul als du. Oh, ich habe gebrütet. Das ist eine wichtige Aufgabe. Aber trotzdem liegst du dabei nur. Ja. Ja. Bald ist ja schon der 3. Advent, ne? Morgen. Morgen. Morgen ist der 3. Advent. Hm. Heute ist der umsatzstärkste Tag im Jahr, haben sie heute in den Nachrichten gesagt. Also so in den letzten Jahren. Und deswegen wollten sie unbedingt den Lockdown nicht jetzt machen, sondern halt warten, bis dieser Samstag vorbei ist. Denk dran, der hat gefressen, ne? Bitte? Der hat gefressen, der darf jetzt nicht so toben. Ultrawetzen. Nicht so ultrawetzen. Mm. Ich muss meine Eisentabletten nehmen. Merke, du riechst nach Schinken. Oh, riechst nach Schinken. Was sagt der Richter für ihn? Ja, das auch. Und Schinken. Und seinen Geruch, seinen wunderbaren Entenschnäuzchen-Geruch. Geruch. Wer möchte die 3 Eisentabletten für mich nehmen, außer Smurf the Buff? Keiner. Libia. Weil die schmecken so nach Blut. So. Ja, du würdest die essen, ne? Mit deinem süßen Schnäuzelchen. Hör auf. Du magst ja auch Blut. Er mag Blut. Blut ist sein Lieblingsgetränk. Etty, diesmal bin ich besser vorbereitet als letzte Mal. Ja. Hund. Ja, klar. Das ist doch ein richtiges Messer. Ja, dann schneide ich nicht. Möchtest du das? Danke. Weinblätter. Das gibt es jetzt im zweiten Gang. Calvino, möchtest du echt nichts mehr essen? Oh, ist nee. Gut. Geh ab auf deinen Platz. Auf der Platte. Oh. Müssen wir den Fernsehen ausmachen, nee, eben, oder? Ich bin in der 6. Woche. Sonst das geht jetzt nicht mehr so ein bisschen gummig. Wird unser Video gesperrt. Nachher. So. Erzähl mal von der Metrogang heute Morgen. Ist geheim. Ja. Habe ich, glaube ich, schon erzählt. Wir wissen nicht, was wir gucken sollen im Fernsehen. Irgendwie habe ich. Ja, Doktor. Wie heißt der nochmal? Der Chinese von Mr. Miyagi. Mr. Miyagi? Aber das ist der doch gar nicht. Nein, das ist ja genau so was. Wir haben ja letztens Scorpions angefangen, die Serie. Das war ja auch ganz gut. Was war das denn nochmal? So kluge Menschen, ne? So, ja. Die hatten so einen ganz. Aber immer selber halt. Ach, einen ganz hohen IQ. Ja, wie ich. Wie Smurfy und Bernd. Und die mussten halt immer so Verbrechen lösen und so. Und das haben die auch gemacht. Und die ersten 3, 4 Folgen waren auch interessant. Aber irgendwann war es halt immer dasselbe. Die haben halt immer ein Problem gehabt und dann was haben sie es gelöst. Lösen konnten, oh. Genau. Mit dem klugen Gehirn konnten sie es dann lösen. Ja, Harry Potter. Also das ging nicht so weiter. So bei Lost oder so, dann ging die Story ja weiter. Halt hat sich weiterentwickelt. Na, ja. Dann hat mir wieder jemand in die Kommentare geschrieben, hier, wie hieß die andere Serie? Haben wir schon ein paar Mal angefangen, Blacklist. Ja. Aber immer hören wir wieder auf, obwohl ja, die ja eigentlich gut ist. Langweilig ist, immer wieder. Aber eigentlich ist sie gut. Wir sagen jedes Mal, warum haben wir das nicht weitergeguckt? Wegen den Leuten. Smurfy, runter da. Komm mal hier, Eppenkind. Komm. Du hast sie doch schon gebettet. Auf der Suche nach Essen.
Food. Ja. Keine Ahnung. In so einem Black Match weiter gucken. Nein. Ich würde jetzt schon mal gerne wissen, was die morgen besprechen da im. Ja. Die Minister. Nichts machen wir da. Präsidents. Alles aufkaufen und essen. Wie gesagt, er würde gerne sein Essen von 380 Gramm auf 599 Gramm pro Mahlzeit. Da musst du dich jetzt hinlegen. Die Mahlzeit fünfmal am Tag machen. Da musst du jetzt Frühstück, gehen. Dann gibt es spätes Frühstück, Mittagessen, dann gibt es Kaffee, dann gibt es frühes Abendessen, spätes Abendessen und Vesper. Und Nachtsnack. Ja Midnight-Snack. Midnight-Snack. Das sind da Hühnerhälse in Schnäuzchen fallen. 7 Stück pro Mal. Ja, er hat immer Hunger, ne? Ja. Dann muss er auch keinen Lufferschlamm schwamm ja. in seine Lefzen rausschmuggeln. Bernd lag gerade in der Badewanne und ich saß an dem hat er ganz Fußende. Geschickt, ne? In der Lefzen genommen und Keller gesehen. Dann raus. Und der Lufferschwamm, von dem ich euch immer erzähle, aufgelefzt. Hat er genommen und ist weggerannt. Dann habe ich erst gedacht, jetzt hat er den gefressen, aber Gott sei Dank nicht. Die Zauberlefzen. Ja. Gucken, ja. Die Bayern gespielt haben. Wir sind nur gewonnen in letzter Sekunde. 1-1, Mist. Haben die echt gewonnen? 1-1. Trotzdem. Wäre es wieder 2 Punkte für Dortmund gewesen, die wir hätten aufholen können. Hätten. Ja, ja, ja. Die Japan-Impfung nach Tod von 4 Kindern gestoppt. Was? Impfung. Nach Tod von 4 Kindern gestoppt. In Japan. Ja. Tja. Ja, in Japan sind 4 Kinder nach einer Impfung gegen Meningitis und Lungenentzündung gestorben. Also das ist gut, ihr Lieben. Liebsten, lieben, Liebenden. Ihr lieben, Liebenden. Der Bernd wollte einen Livestream machen heute. Aber Michaela sagt da kein Interesse. Ihr wollt das nicht, habe ich gesagt. Ja. Nein, das passt gar nicht, weil. Nein, weil die Videos 2 Wochen zeitversetzt sind. Was sie heute gesehen haben, war für uns vor 2 Wochen. Wenn wir jetzt einen Livestream machen, dann ist das doch schon was ganz anderes. Und morgen geht es weiter mit der Story von vor 2 Wochen. Das ist doch doof. Ist ja klar. Die Leute verstehen das schon. Meinst du? Genau wie der Beagle. Wir können ja, Silvester einen Livestream machen. Mal gucken, weil ich dann nicht so betrunken bin. Ich wollte mich wieder betrinken. Heute wieder keine Kraft für gehabt. Das läuft nicht. Tut, tut. Ja gut. Wir danken euch fürs Zuschauen und sagen tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.